Selbst wenn ihr keine Meister im Schnittzeichnen seid, könnt ihr das simpelste Kleidungsstück mit der richtigen Art, wie ihr es zusammennäht, richtig cool aufwerten oder zumindest ein sehr hochwertiges Kleidungsstück damit nähen. Deswegen zeige ich euch diesmal in so Mini-Blöcken die unterschiedlichen Möglichkeiten, wie man zusammennähen kann. Und weil die meisten YouTube-Tutorials, die ich gesehen habe, fast immer nur das zeigen an einem geraden Stück, mache ich das. Diesmal habe ich mehrere Varianten vorbereitet auf einer runden Variante, damit man auch sieht, welche Probleme da auftreten können und wie man die behebt. Ich fange mit der absoluten 0815 Naht an, die mit einem Zentimeter Nahtzugabe zwei Stoffstücke zusammennäht. Wenn ihr ein Kleidungsstück nicht füttert, ist es üblich, dass man die Schnittkanten oberlockt, damit sie nicht fransen. Und es ist auch empfehlenswert, eine Nahtzugabe von einem Zentimeter zu wählen. Denn wenn ihr viel schmäler werdet, dann habt ihr überhaupt kein Spiel mehr, falls ihr doch ein bisschen weiter oder enger machen müsst. Und wenn ihr breiter werdet, dann habt ihr vor allem bei gekrümmten Nähten das Problem, wenn ihr die dann auseinander oder in eine Richtung bügeln wollt, dass die breite Nahtzugabe zu sperren anfängt und ihr sie auf jeden Fall einschneiden müsst. Gerade bei gekrümmten Nähten erlaubt der 1 cm Nahtzugabe noch, dass man das so ein bisschen, dass sie sich an der Außenkante aufdehnen kann. Dann nach dem Oberlocken näht ihr die beiden, legt ihr Schnittkante an Schnittkante und näht mit einem Zentimeter Nahtzugabe zusammen. Und dann empfehle ich euch, bevor ihr auseinanderbügelt und die Naht eben so schön glatt streift, zuerst einmal mit dem Bügeleisen die Naht glatt bügeln, dann entspannen sich ein bisschen Stoff und Naht und es liegt schöner. Da müsst ihr halt aufpassen, wenn ihr jetzt eine Gerade an eine Krümmung dran näht, dass ihr nicht drüber bügelt und keine Falten einbügelt. Als nächstes legt man sich das dann auf und hat zwei Varianten. Entweder man bügelt die Nahtzugabe, beide Nahtzugaben in eine Richtung. Dann habt ihr ein bisschen eine Betonung, weil hier ein Mini-Wulst entsteht. Oder ihr bügelt die Nahtzugabe auseinander, dann liegt das flacher und der Stoff fällt weicher. Und die Naht ist auch ein bisschen weniger betont. Wie ihr hier seht, bei dünnen Stoffen kommt es oft vor, dass sich die Oberlocknaht durchdrückt. Da müsst ihr dann nachher entweder gleich weniger Druck ausüben oder unter der Naht noch einmal gegenbügeln. Bei so Krümmungen, damit sich keine Falten bilden und keine Wülste, zahlt es sich aus, so einen Bügelpolster zu haben. Ihr könnt auch ein Tuch oder einen Polster, einen kleinen, nehmen und braucht euch nicht extra sowas kaufen, wenn ihr nicht wollt, damit ihr diese Falten hier verhindert. Dann von der Seite kann man das dann schön drauflegen und dann besser glatt bügeln. So habt ihr dann eine schön ausgebügelte Brust zum Beispiel. Bei der klassischen Naht, wo ihr die Nahtzugaben entweder auseinander oder in eine Richtung bügelt, habt ihr natürlich noch die Möglichkeit, damit die Nahtzugabe nicht hin und her klappen kann die ganze Zeit, das noch abzusteppen. Wenn ihr das mit einem farblich abgesetzten Faden macht, habt ihr zusätzlich noch ein Designelement und da habt ihr die Möglichkeit, entweder, ich wechsle da jetzt ganz bewusst an die Spur, zum Beispiel füßchenbreit abzusteppen. Das heißt, das Füßchen läuft genau an der Nahtlinie entlang. Oder, da wechsle ich jetzt ganz bewusst mal hinunter, ihr näht schmalkantig ab, das heißt, ihr näht nur so circa einen Millimeter neben der Nahtlinie entlang, der ursprünglichen.
Dann habt ihr ein bisschen eine feinere Optik. Ihr seht hier jetzt, hier habe ich etwas breiter abgesteppt. Meiner Meinung nach wirkt das auch ein bisschen sportlicher, als wenn ich es schmalkantig absteppt, wird ein bisschen feiner und ein bisschen eleganter. Je mehr Nähte ihr da drüber setzt, desto sportlicher wirkt es und desto fester wird auch die Naht, weil desto mehr werden die ganzen Stofflagen miteinander verpresst und desto steifer wird auch die Naht. Also bitte daran denken, wenn ihr ein weiches, fließendes Kleid haben wollt und ihr steppt das ganz oft ab, dann werden die Nähte ein bisschen blockieren anfangen. Je weniger ihr absteppt, desto lockerer fällt der Stoff. Feigenblutzer, 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 Feigenblutzer.